ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny Meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Schattulf daheim gegen Kriesere 14-21 verloren. Und Freiamt 26-10 gegen Einsiedeln gewonnen. Der Johnny hat das Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Letzte Woche in der ist Freiamt gegen Ringer gegen Einsiedeln. Wie erwartet, relativ viel Gewinn für Freiamt. 26-10. Leute hat mich noch die ganze Saison, dass sie 7. kommt, 7. Mal gewinnen. Das ist sehr überragende Leistung, so junge Ringer. 15-4 und sie jemand gegen den Erpati. 71 Kilo Freistil, Bürgisereto. Vorletzte Woche gegen für Wiesler Thomas 6-6 für höhere Wartung verloren. Aber jetzt gegen für Kellin Dani schon 7-3. Gewonnen 2-1 manchmal, das ist sehr gutes Resultat. Bokrandi, 65 Kilo Greco gegen Fischönbeck für mich. Es klar ist, Greco ist nicht speziell Stilart für Randy, aber es gewinnt 7-2. 70 Kilo Freistil, Huwiler Christian gegen Fischönbeck. Mir ist speziell überrascht, für Huwiler Christian relativ deutlich 0-3 verloren. Für Einzelpunkt, das ist 0-2. Und so viel. Ich schätze vorher mehr für Huwiler Christian studiert, ist schon geht für Gewinner. 74 Kilo Greco Götzmann Zayan gegen Arthur Terkel Peter. Der vor ein paar Wochen gegen für Stadion Protokoll gerungen. Aber das vorher auch nicht weiß, aber. Gerade für Sendung gehört, er ist fast 50 Jahre alt. Nur wegen Helfen für Mannschaft bin ich keine 74 Kilo, aber das irgendwo auch schon ein bisschen traurig. Für Nationalisch. Für Mittelgewichtklasse muss ein 50-Jähriger einsetzen. Aber für er ist sehr großer Mut und sehr gerne für ihn, aber leider ist gar keine Chance. 74 Freistil, Jakob Manuel gegen Neyeriv, aber Neyeriv ist immer noch verletzt. Aufgeben für Komsel gewinnt für Jakob Manuel 14. 80 Kilo Strebel-Pascal, 80 Kilo Greco Strebel-Pascal gegen Fluggruno 17-0 gewinnt. Das langsam ist so aussehen. Vorher international gegen Rock für Strebel-Pascal für 66 Kilo. Es geht immer mehr auf und immer ist Liga gewinnen. Das ist eine gute Leistung. Jetzt ist schon der zweite Kampf für 80 Kilo gewonnen. 86 Kilo Freistil Webermark gegen Burkhard Andreas. Webermark 4-12 verloren. Aber ich glaube immer noch gespielt für Verletzung gegen Supergeld Thomas Buschulter. 97 Kilo Greco Zurfuglomar gegen Neyersen. Zurfuglomar schon wieder einen sehr guten Kampf gemacht. Na ersten 0-5-2 Wiesn gewinnen, das 2-1 Mannschaften. 130 Kilo Freistil, Gutner Pascal für 4-0 und nachher Schulter gewinnen, das ist auch ein sehr gutes Resultat. Jetzt langsam kommt Pascal auch immer bessere Form. Vielleicht schon für rechtzeitig, schon für Halbfinale ist schon wieder Topform.
Das Gesamtresultat ist 26-10. Ich fand wie erwarten vor der nächste kommt. Schodorf gegen Kriessen. Dort auch schon vorher gesagt, es kommt schwer für Schodorf ohne Gast, diese zwei Gastringer. Aber ich werde schon wieder nicht wissen. Einstellen. Und so ist fast keine Chance gegen für Kriessen. Aber wir haben ein, zwei sehr gute Überraschungen bekommen. 57 Imor Stefan Shooter verloren gegen für Loris Dominik, sehr junge Gostringer Gruber jetzt, aber sehr guter Ringer. 61 Kilo Freistil Gerrit Simon gewinnt gegen Obis Fabian, ist auch junger Ringer, aber leider ist gegen für Gerrit Simon keine Chance, ist technische Überlegenheit verloren für die 15. 65 Kilo Greco Gamasen gegen Victor Müller-Manuel. Das ist zumindest die erste Überraschung für diesen Kampf. Wegen vorher erwarten für Gamasen gewinnen. Aber Victor Manuel ist sehr gut gekämpft und 5-2 gewinnen. 70 Kilo Freistil kämpft Renato gegen Dietschemark. Dietschemark zeigt, wer ist Schweizer Meister. 15-0 gewinnt Renato Sgarker. Kommt der zweite Überraschung zu mir. 74 Kilo Greco, Dodos Matteo sehr gut kommt gemacht und 14-3 gewinnen gegen Gabriel Dali. 74 Freistil F. Fabian gegen alte bekannte Graf Steven. Dieser ist zum ersten Mal gesetzt. Aber in guter Form ist 16-0. 80 Kilo Greco, das ist dritte, eine kleine Überraschung. Christian Nicolas gegen Felice Damian, 6-4 gewonnen. Der normale ist Christian Nicolas ringen für international 70 Kilo und Felice Damian ringen für 80 Kilo oder 74 Kilo. Was mir ist schon ein bisschen überraschend ist, relativ fast 10 Kilo extra Gegner gewinnt Felice Damian. Aber schon passiert. 86 Kilo Freistil, Benzer Dorak gegen Bechard Tobias, auch sehr gute Kampfsicht, 12-4 gewinnt für Benzer. Aber gerade da sehen, und diese zwei Gastrieger, welche fällt für Schador, für 70 Kilo oder 74 Kilo und 97 Kilo nachher ist viel stärker für Schador, aber leider so ist schon verloren. Ich hoffe, Miki jetzt schon wieder gewinnt für Greco gegen Hutter Philipp. 3-1. Und nur der 30 Kilo Freistilkämpfer Jas gegen Hutter 0-8 verloren. So ist das Gesamtresultat 14-21. Das heißt, Chance für Schadorf, die erste, die vier dabei kommen, ist immer weniger. Immer mehr Chancen. Jetzt haben noch drei Kampf. Und Schodorf habe eines für Fremd, eines für Hergiswil und eines für Rissau. Wenn alle drei gewinnen, dann muss so haben Chance für erste, da weiß ich für erste vier, aber das glaube ich ist ganz schwer. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am Samstag tritt Willisau auswärts gegen Freiamt an. Hergiswil trifft daheim auf Schattdorf und Kriesere ebenfalls daheim auf Einsiedeln. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.